ich hau da mal wieder ab. Ich wollte mich nur verabschieden. Wirklich? Jetzt schon? Ja, ich habe was zu erledigen. Ich wollte dir nur noch was sagen, falls es dich überhaupt interessiert. Es ist völlig egal, was dein Vater denkt. Ich mag diesen John sehr. Tatsächlich? Ja. Ich denke, ihr seid füreinander geschaffen. Davon hängt viel für mich ab. Was? Ach, nichts. Darf ich dich was fragen? Wie ist er so, John? Wieso fragst du? Reine Neugier. Ich weiß nicht. Er ist einfach süß. Und nett. Sogar nach dem Krieg, nach all diesen schrecklichen Dingen, glaubt er immer noch an ein Glücklichsein bis ans Lebensende, weißt du? Er hat alles, was ein Jäger nicht hat. Nichts für ungut. Nein, ist schon okay. Kann ich dir was sagen? Ich denke, er wird mich bitten, ihn zu heiraten. Wahrscheinlich schon morgen. Wie findest du das? Ja? Oh, Dad wird sicher explodieren. Doch das ist mir egal. Ich werde weglaufen, wenn es sein muss. Ich will nur... Ich liebe John. Und was? Ich will weg von hier. Dieser Job, dieses Leben. Ich hasse es. Ich will eine Familie. Ich will einfach nur in Sicherheit leben. Weißt du, was das Schrecklichste wäre, was ich mir vorstellen kann? Das Allerschlimmste? Das wäre, wenn meine Kinder genauso aufwachsen müssten wie ich. Nein, das werde ich nicht zulassen, glaub mir. Ja. Hey. Alles in Ordnung? Ja, danke. Es geht mir gut. Hör mal, Mary. Darf ich dir was sagen? Sicher. Selbst wenn das jetzt sehr merkwürdig klingt, wirst du mir versprechen, dass du es nicht vergisst? Okay. Am 2. November 1983 steh nicht aus dem Bett auf. Egal, was du hörst oder was du siehst. Versprich mir, dass du im Bett bleibst.